So, erstmal guten Morgen. Mehr oder weniger. Tja, da fehlen einen erstmal die Worte nach dem Spiel gestern in 1860 München. Tja, wir verlieren auswärts mit 1:0 im DFB-Pokal. Nach einem wirklich, muss man sagen, sehr, 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 sehr schwachen, sehr, sehr schwaches Spiel von Schalke und Schuld allein ist natürlich nicht die Mannschaft, sondern der Trainer. Wie kann man, auch wenn der Gegner, was heißt nur 1860 München, ja, die spielen immerhin auch in der dritten Liga, auch wenn so ein Gegner wie 1860 München jetzt gegen uns spielt, kann ich doch nicht zum Beispiel den Ove Jan rauslassen, ja, oder den Terodde rauslassen. Ja, ich meine, gut, okay, Liga ist natürlich weitaus momentan auch noch wichtiger für uns, aber trotzdem, es geht hier auch in diesem DFB-Pokal geht es auch um Geld, ja, für jede Runde, die man weiterkommt, gibt es hier auch Geld, ja, und da kann ich doch nicht allen Ernstes so viel rotieren, wie er das da gemacht hat, ja, und lässt da Schulinov spielen, ja, der total versagt hat, ja, der Schulinov. Und muss man sagen, der wurde ja auch dann in der 20. Minute ausgewechselt für Ove Jan, ne? Und das Gegentor hat er schon verschulden gehabt in der 5. Minute, ne? Und da hätte man eigentlich schon reagieren müssen und ihn auswechseln müssen, ja, weil man hat ja gesehen, er kam überhaupt in keine Zweikämpfe, er hat rein alles verloren an Zweikämpfen, was da gewesen ist. Ja, er hat nicht einen einzigen Zweikampf gewonnen, dann Fehlpässe gemacht und Dings Seidmann noch eher wie die 20. Spielminute reagieren müssen, ja. Auch diese Niederlage geht auf die Kappe vom Trainer, ja, von Dimitrios Gramotzis, ja. Und da brauchen wir auch nichts schön zu reden. Das ist einfach, das hat er versaut. Sagen wir es ganz einfach. Ja, und Fährmann kriegt den Dings durch den Tunnel. Ja, und meiner Meinung nach kann man den auch halten. Ja, ganz ehrlich. Das ist, sah er für mich auch nicht ganz gut aus, der Fährmann. Ja, und also ich sage, Gramotzitz hat mit Freisel, dass er in der Liga spielt, auf jeden Fall alles richtig gemacht. Und Fährmann ist einfach nicht mehr das, was er, sagen wir mal, damals mal gewesen ist. Ja, es ist einfach so. Ja, und das muss auch sag ich mal, jeder Fährmann-Fan, ja, so einsehen. Ja, dass Fährmann einfach Fehler macht in letzter Zeit. Und ich hätte auch, wenn ich Trainer gewesen wäre, ich hätte den DFB-Pokal auch wieder den Freisel spielen lassen und nicht den Fährmann, ja. Ist auch nicht gegen Fährmann, es ist einfach das Beste fürs Team. Ist so. Es wird ja nicht gegen einen Spieler entschieden, sondern es wird entschieden, was das Beste fürs Team ist. Ja, und da ist momentan, muss ich die ganze Zeit sagen, Freisel die ganz klare Nummer 1 auf Schalke und das muss auch jeder Fährmann-Fan jetzt langsam so einsehen. Ja, ich bin ja auch. Da ja, Fährmann war all die Jahre top, ja, ist Schalke, ist unserem Verein treu geblieben, ja, und klar, ne, aber jetzt muss man doch sehen, was das Beste für den Verein ist, und das ist nun mal Freisel, ja, und da gibt es auch kein Wenn und Aber, und da muss sich Fährmann auch einfach mit der Nummer 2 zufrieden geben, das ist einfach so, ja, und ja, wie gesagt, wir verlieren 1:0, also mir fehlen bis heute noch Worte. Ich bin auch ein bisschen sauer und frustriert. Ganz klar, weil auf einen sage ich, ja, gut, der DFB-Pokal, wenn wir jetzt nicht in dieser Runde rausfliegen, dann fliegen wir nächste Runde, in der nächsten Runde gegen einen größeren Verein außer Bundesliga raus, ja, gegen, was weiß ich, Laster Bayern oder Dortmund, ne, oder was weiß ich, ne. Ja, also kommt ja immer darauf an, wir hätten Zuge losgekriegt. Ne?
Oder so, oder auch, wenn man zum Beispiel gegen Leipzig, ne, hätten wir, denke ich, auch keine Chance gegen gehabt. Ja, in der jetzigen Situation. Ja. Von da an, aber trotzdem ist man fährt ja zum Pokalspiel hin, um es natürlich auch zu gewinnen, ja. Und wenn man dann sieht, ja, gut, jetzt hat man in der 5. Minute das Gegentor gekriegt, ja, verlieren dann 1-0. Ja, ciao, der ist noch runtergeflogen, aber was wollte er da in der Situation noch anders machen? Er musste ihn schon runterziehen, er war, gilt als Notbremse, ne, weil er war der letzte Mann. Sonst lief der von 1860 München, sonst frei auf Fährmann zugelaufen, dann wäre der Ball sicherlich auch drin gewesen, ja. Und so hat er wenigstens noch uns mit im Spiel gehalten, sagen wir es mal so. Auch wenn es natürlich mit der roten Karte nicht leichter wurde. Ja, aber was soll er denn da anders machen noch, ne? Und ja, jetzt sind wir raus. Jetzt liegt der Fokus dann nur auf die zweite Bundesliga. Freitag um 18:30 Uhr geht es gegen Heidenheim. Und da zählt es dann wieder auch, die 3 Punkte zu holen, ja, die uns dann für die Liga gut tun werden und die das Pokalspiel ja dann auch, denke ich, vergessen machen werden. Und wie gesagt, mein nächstes Video gibt es jetzt am Samstag dann, nach dem Spiel gegen Heidenheim, was am Freitag stattfindet um 18:30 Uhr. Ich gehe mal von einem 1-0-Sieg aus für uns, also. Und dann wäre das zumindest der 5. Sieg in der Liga in Folge. Ja. Und dass wir jetzt ausgeschieden sind aus dem Pokal, da kann man jetzt leider auch nichts mehr dran ändern. Klar hat Gramotzitz jetzt viel Schuld gehabt, aber jetzt ist es nun mal so gewesen, das müssen wir jetzt hinnehmen. Ist halt so. Kacke gelaufen, aber Kopf hoch, weiter geht's. Ciao, bis Samstag.